Welcome back. Wir waren hier stehen geblieben. Machen gleich mal etwas weiter. Stehen kurz vor der Stadt vom Dritten Orden. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Noch die zwei Trainer müssen wir besiegen. Taub sie. Setz die ein. Ich habe da mein Elmo. Mal schauen, was Aquarelle so drauf hat. Die Attacke gefällt mir eigentlich relativ gut, weil die auch noch verwirrt. Und es setzt zurück zum Sandwirbel ein. Ey, wie ich das hasse. Jetzt kann ich bestimmt Biss einsetzen, ohne dass es trifft. Ja, wie immer. Irgendwie scheiße. Und das kann so viel einsetzen, wie es will. Das trifft immer. Ich jetzt zum Glück auch. Wieder ein Taubsi. Diesmal wechsle ich aber mein Pokémon. Diesmal gehe ich zu Murphy. Donnerblitz und das Ding ist weg. Ich finde schon krass, ey. Pikachu lernt auf Level 26 Donnerblitz. Schon pervers, oder? Eine der besten Attacken. Taubsi, da bleibe ich natürlich bei mein Pikachu. Erster Sieg, zweite. Ach, das ist ein Kerl. Oh, Entschuldigung, zweiter. Hast du Potenzprobleme oder was? Weil ein Breitbeinigkeit dran steht. Ein Habitat. Oh, irgendwie ein komisches Ding, hä? Also, hier diese Aquarelle, die gefällt mir richtig gut. Radikal. Dagegen habe ich nichts, das ist ein Normal-Pokémon. Da bleibe ich dann halt bei dem Elmo. Und setzt die geile Aquarelle ein. Och, ach so, das verwirrt also nicht immer. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ach, jetzt komm, ich hasse Hyperzahn. Blödes Viech! Das hat mich fast getötet, ey. Ja, aber da fiel mir auch ein Level abgegeben, also... So, ich hab dich wieder lieb, Radikal. So, dann... Orania City heißt es also. Machen wir gleich mal eine Besichtigung. Fangen mal im Pokémon Center an. Erstmal natürlich Schwester Joy, weil sie uns Pokémon heilen soll. Herzart, was sagst du? Der Zwang, erneut mit jemandem zu kämpfen. Hast du diesen Zwang je verspürt? Ich bin sicher, das hast du. Gegen gewisse Trainer wollte ich immer wieder antreten. Also habe ich dies weggegeben. Nimm bitte auch eines. Kampffahnder. Ah! Das kann man dann also sehen, wer einen Rückkampf machen will. Gar nicht schlecht.
Meine Pokémon wurden vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Es stimmt, dass Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann es leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Das ist richtig. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, natürlich. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier. Also, wenn ihr euch jetzt kein Carpador bei Mondberg gekauft habt, könnt ihr euch jetzt mit dieser Angel ein Carpador fangen. Und dann leveln. Kann man genauso tun. Aber ich hab's halt jetzt schon hinter mir und bin Gott froh drüber. Hast du gesehen, die MS Anne ankert am Hafen? MS Anne! Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich im giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Aha. Was da drin? Besitzt du ein Habitat? Willst du es gegen Porenta tauschen? Nein, ich besitze leider keins. Aber Porenta kriegt ihr nur von dieser Göre hier. Sonst kriegt ihr das gar nicht im Spiel, soviel ich weiß. Ja, was ist das denn? Oh, Pokémon. Ich liebe mein Yurok. Es quiekt, wenn ich es im Arm nehme. Ja. Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Der Vorsitzende redet gerne über Pokémon. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also. Bist du hergekommen, etwas über meine Pokémon zu hören? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich, ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Obst, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Radcoupon. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück nach Azuria City gehen und in dem Fahrradladen ein Fahrrad bekommen. Achso, und der hat jetzt noch irgendwas weiter gelabert. Entschuldigung, ich hab da jetzt nicht mehr zugehört. Da unten ist noch ein Häuslein. Ich möchte mit allen Menschen Briefe austauschen. Ich schicke mein Taubsee in einen Konix-Club, um Briefe für mich auszutauschen. Aha, bla. Ich lasse Taubsee einen Brief nach Saffronia City bringen, im Norden. Im Norden. Bringen, bla. Also, mein Deutsch ist gerade nicht so gut. Ist generell nicht so gut. Nein, nicht, dass ich Ausländer wäre, aber... Ich wurde von Affen großgezogen. Nee, war ein Witz. Pokémon können gut... Ach, ja, wenn man weiter drückt. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Ja, und deswegen haben die alle nur einen Radfratz und so zum Kämpfen, weil die einfach seltene Pokémon, die wo gut wären, könnten sie doch selber benutzen. Idioten. So, mit der habe ich glaube ich schon geredet. Da ist noch ein Obby. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Macho, Macholo. So. Auf die MSN werde ich in diesem Part nicht gehen, auch nicht im nächsten. Ich werde, also im nächsten Part vielleicht schon, aber im nächsten Part werde ich erstmal Route 11 machen. Okay. Ich glaube, das war's schon mit diesem Part.
war jetzt nicht so spektakulär, weil wir jetzt nur Orania City besichtigt haben. Aber ich hoffe, ihr guckt mir trotzdem weiterhin zu und dann viel Spaß noch.